Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming und los geht's. Schauen wir mal, was wir heute wieder spielen. Und die Bundesliga geht jetzt wieder weiter. Oh Mann, wir brauchen heute wieder ein Dreier. Oh Mann, wir müssen weiter konzentriert bleiben bis zum Ende. Es kann immer noch was passieren und es kann immer noch was passieren. Das darf natürlich, wir dürfen jetzt keine Punkte mehr verlieren. Wir dürfen nicht mehr zu verlieren oder Unentschieden spielen. Wir müssen nur noch gewinnen und hoffen, dass wir das Ding nach Hause bringen. Und wir wollen siegen, wir werden auch siegen und wir wollen diese Mannschaft nach vorne bringen. Wir wollen es schaffen, heute zu gewinnen, Leute. Wir wollen es so sehr, diesen Sieg, Leute. Wir wollen diesen Sieg so sehr. Lewandowski braucht noch 2 Tore bis zum wichtigen Ding. Und heute müssen wir ein paar Spiele eine kleine Pause gönnen, glaube ich, Leute. Heute werden wir ein paar Spiele. Heute werden wir ein paar Spiele ein bisschen Pause gönnen. Die Saison, wir haben hart gespielt und heute wollen wir natürlich das Team nach Hause bringen. Ein Sieg ist Pflicht eigentlich. Ja, Sieg ist Pflicht heute, Leute. Sieg ist Pflicht, Leute. Wir wollen. Es ist uns dieser Titel, dieser Sieg ist so wichtig, Leute. Wir brauchen 3 Punkte. Und wir müssen halt hoffen. Wir müssen halt hoffen, dass Dortmund halt irgendwie verliert, Leute. Wenn noch nicht, dann melden Sie sich auf unserer Geschäftsstelle. Dass halt Dortmund irgendwie. Ein Ausrutscher hat 2 Ausrutscher, das sind halt 2 Ausrutscher, sind es halt. Es sind 2 Ausrutscher, was Bayern München hoffen muss. Das ist das Problem, es sind nur noch 2 Fehler müssen Dortmund machen. Bayern muss halt die 2 auch. Bayern müsste jetzt bis zum Ende der Saison gewinnen. Und Dortmund musste zweimal verlieren. Wir müssen, sonst wird's halt nichts mehr mit dem. Sonst wird's halt nichts mit der Meisterschaft, Leute. Leute, nur noch ein Tor von Lewandowski für den Rekord, Leute. Ein Tor fehlt ihm, um den Rekord einzustellen, Leute. Um den Rekord einzustellen. Noch ein Tor. Ein Tor fehlt jetzt nur noch. Ein Tor fehlt jetzt, um den Rekord einzustellen. 2, um zu übertreffen. Robert Lewandowski. Aber merkt mir, die Bayern spielen jetzt auf mehr Pressing nach vorne. Oh Mann, wieder mein Spiel. Der Fehler, der oft bei uns passiert, Leute. Das ist unser Problem in der Defensive, Leute.
Es ist halt, es geht um den alle viele Sachen, wenn wir müssen jetzt auf Risiko spielen. Wir müssen jedes Spiel auf Risiko gehen, Leute. Jedes Spiel auf Risiko. Oh, alter Junge! Der Ball muss doch weggeschossen werden, Mann. Alter Mann. Jeder weiß, Leute. Das Ding ist, wir mussten die Spieler mal eine Pause, einige eine kleine Pause gönnen, Leute. Weil es ist schon wirklich anstrengend, dieses aller Werte ist jetzt Hoffenheim und ist Hoffenheim unser Genickschlag, Leute, oder? Nee. Bleibt Hoffenheim, holen wir weiter. Wir müssen Risiko spielen, Leute. Wir werden auf, mit offenen Visieren spielen. Mit offenen Visieren, Leute. Wir werden mit offenen Visieren. Wenn wir hin ein Tor fallen, wir müssen es riskieren, wir wissen. Jetzt geht es nur um eins, der Titel, die drei Punkte, die Dortmund einholen. Das ist unser Ziel zurzeit. Oh, Dortmund führt, Dortmund liegt zurück, Leute. Dortmund liegt zurück, Leute. Junge, Junge. Zwei, zwei, das Hinspiel auch ausgegangen, Leute. Und das wollen. Das Hinspiel ist auch 2-2 ausgegangen, Leute. Das, ja, so muss man sagen, das Hinspiel ist 8-2-2, aber wir wollen heute 3 Punkte, Leute. Wir wollen heute die 3 Punkte erreichen, Leute. Wir wollen die 3 Punkte und heute... Und da und hoffe, dass Leverkusen gewinnt heute, Leute. Hoffen wir, da sind es nur noch 3 Punkte, Leute. 3 Punkte für Rückstand. Und aber weiter mit offenem Visier arbeiten. Es geht nur um eins, gewinnen oder verlieren. Mehr denken wir jetzt nicht, Leute. Mehr denken wir nun. Mehr ist jetzt nicht drin. Gewinnen oder verlieren, mehr ist jetzt nicht drin, Leute.
Wir wollen heute die 3 Punkte und somit irgendwie hoffe, dass Dortmund verlieren kann. Und dann ist nochmal die Bundesliga richtig spannend, Leute. Ja, dann wäre die Bundesliga mit 3 Punkten Rückstand richtig spannend nochmal. Aber es wird halt, das wären dann nochmal richtig hartes 3 Spiele dann noch. Und weiter so spielen, Leute. Ach, wenn wir jetzt einen Konter reingeflutscht sind, Leute. Ja, weiter nach vorne, nur nach vorne, Leute, nur nach vorne. Nur nach vorne, Leute, nur nach vorne. Jetzt nur noch nach vorne spielen. Wenn vorne geplatzt ist, dann nach hinten spielen. Aber sonst nur nach vorne. Wir brauchen hier 3 Punkte, um uns das Ding nach Hause zu Dortmund. Unentschieden, Punkt, okay. 2 Punkte vor, wir haben 2 Punkte aufgeholt. Nur noch 4 Punkte, Leute, nur noch 4 Punkte. Es sind 4 Punkte. Ah, schade, dass es 1:1 gezeigt wurde. Es werden nicht alle geben. Aber Hoffenheim weiß natürlich, sie und es muss auch das Spiel schnell gehen. Es geht um den Einzug ins... Schaffen die Bayern dieses Spiel zu gewinnen, es wäre natürlich klar. Dann werden sie halt vielleicht auch ein bisschen aufholen, Leute. Nein, Leute! Das ist ein Fehler, das ist das Problem, wenn man halt auf 1 geht, Leute. Auf Offensive und halt die Bälle nach vorne spielen will und einfach so. Alter, das ist unser Nachteil jetzt. Das ist der weiter nach vorne, Leute, weiter nach vorne, immer noch. Boah, das nächste Spiel ist im Pokal, Leute. Wahrscheinlich im Pokal oder im Champions League ist es ja nicht, Leute.
Beim Champions League sind ja die Dortmunder rausgeflogen, Leute. Es müsste der DFB-Pokal sein, ne? Mann, Leon Goretzka, warum haut er den Ball nicht raus? Warum haut Leon Goretzka den Ball einfach nicht raus? Leute, heute ist der Meistertitel wirklich rum. Dieses Spiel heute, Leute, wir werden heute diesmal die Meisterschaft nicht holen. So, Leute, jetzt machen wir eins. Volle Offensive, Leute. Bei Gewinn oder Verlieren ist es eh egal. Jetzt ist eh egal, Leute. Die Nummer 9, Robert Lewandowski. Neu im Spiel, die Nummer 5. Jetzt ist eh egal, Leute. Ja klar, Kumo, allein Top-Shows wurde vereitelt. Schiedsrichter sagt man wieder überhaupt nicht, Leute. Reine paar Leute. Es sieht nicht. Und es ist wieder Hoffenheim, Leute, glaube ich. Die Hoffenheim. Aber man versteht nicht, was. Oh, wir sind jetzt offen, Leute. Wir sind. Das Spiel ist. Die Bälle wollen einfach heute nicht hin. Oh Mann. Leute, Meisterschaft ist entschieden, Leute. Die Meisterschaft ist entschieden. Der BVB wird diese Saison der deutsche Meister. Wir werden nur Zweiter. Wir werden nur Zweiter. Oh, ja. Wir wurden nur Zweiter, Leute, dieses.
Leute, ich sag nur nichts mehr heute. Oh Mann, oh Mann. Bayern München ist. Oh mein, meine, was für ein. Die Meisterschaft ist erledigt, Leute. Wir haben keine. Wir werden nicht um die Meisterschaft kämpfen mehr. Wir hätten ein Punkt. Alter, wir hätten, wenn wir gewonnen hätten, Alter, 2 Punkte geholt. Ach, aber somit sind es jetzt 10 Punkte. 10 Punkte. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Leute, heute müssen wir jetzt mal als Mama gehen. Alter, jetzt sind wir ein bisschen angepisst, Leute. Jetzt sind wir ein bisschen angepisst, Mann. Wir waren richtig angepisst, Leute. Jetzt sind wir wieder. Jetzt müssen wir auch ein bisschen Dampf rauslassen, Leute. Jetzt müssen wir Dampf rauslassen. Das war's auch schon. Vielen Dank. Jetzt müssen wir ein bisschen Dampf rauslassen, Leute. Ein wenig Dampf rauslassen, Alter, weil es so nervig war. So nervig, Leute. Weil es so nervig war, Leute. Aber so ist es halt, Leute. Aber, Leute, für heute machen wir jetzt Feierabend. Somit sagt's für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.